Wir starten direkt traurig in die Folge. Warum ist sie traurig? Das werden wir natürlich erfahren. Also du siehst bereits, sie ist sehr traurig, denn es gibt einen Verlust in der Familie. Und zwar ist der Adoptivbruder von ihr gestorben, Enyo Fine. Ableben durch Killerkaninchen. Ja, so eine Todesart wünscht sich natürlich keiner, aber wir versuchen dennoch das Beste daraus zu machen. Ich denke, es wird ihr ganz gut tun, etwas zu joggen. Aber das ist doch kein Joggen gerade. Warum läufst du so? Joggen, um klaren Kopf zu bekommen. Okay. Das ist jetzt das neue Joggen anscheinend. Ich hoffe, dass dir der kleine Film gefallen hat, was vor dieser Folge kam. Du hast die Geschichte von Fiona Fein mitbekommen. Und das ist doch ein schreckliches Joggen gerade. Dann wühl hier doch lieber rum. Vielleicht kannst du noch deinen Geruchssinn etwas verbessern. Und ich wollte heute Fiona unbedingt umstellen, damit sie ja etwas besser hier in diese Ortschaft passt. Und ich wollte mich mal etwas mit Greg unterhalten. Vielleicht können wir uns mit ihm anfreunden. Also sie hat schon einiges gefunden. Hier hat sie eine Tafel gefunden. Weißer Wolfszahn. 125 ist diese wert. Und ich habe mir überlegt, dass wir generell mit Fiona die komplette Sammlung vervollständigen. Aber warum läufst du denn so komisch? Ja, und hier siehst du die Sammlung. Und eins haben wir bereits. Es ist ungewöhnlich. Und vielleicht brauchen wir ihr na, so eine Art Regal, wo sie alles hinstellen könnte. Aber erstmal untersuchen wir mal dieses Warnschild. Und da ist Greg. Er ist ziemlich aufgewühlt, aber ich habe so die Hoffnung, dass man sich mit ihm anfreunden kann. Also ich werde jetzt mal versuchen, ihn abzulenken. Ich finde auch den Ring, den er anhat, ziemlich interessant. Oh, war ja. Wir versuchen ihn nochmal abzulenken. Und dann könnten wir vielleicht kommunizieren. Okay. Ach, der ist schon weg. Hatte er jetzt Angst vor uns? Und die Post wurde zugestellt, wahrscheinlich die Rechnung. Oh, was passiert denn jetzt hier? 35 Simoleons. Ich denke, das ist erschwinglich. Aber warum kämpfen die denn jetzt gerade? Ja, und sie hat verloren. Ich habe mir überlegt, nach jedem verlorenen Kampf bekommt sie auch eine Narbe. Und da wir gleich sowieso im Cast. Wow. Da wir sowieso gleich im Cast sind, wird sie auch das bekommen. Oh Gott, ihr verabscheut euch jetzt? Ich wollte im Grunde mit ihm befreundet sein. Aber das hat nicht so gut geklappt. Ich denke, wir sollten direkt mal in den Cast wechseln. So, und wir sind hier im Cast. Die Genetik möchte ich natürlich jetzt nicht verändern. Ich bin am Überlegen, ob ich die Haare von ihr ändern soll. Im Grunde finde ich sie ganz schön. Aber es sind auch einige tolle Frisuren dazugekommen, weil so viele Haare hatten wir schon lange nicht mehr. Aber natürlich wird das ja eine Gewöhnungssache dann wieder. Ich werde jetzt mal einfach einige Haare durchgehen und ihr könnt mir ja vielleicht in den Kommentaren schreiben, welche euch am besten gefallen hat. Oder wir bleiben bei den alten. Das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Aber ich möchte mich auf jeden Fall von der Kleidung komplett verabschieden. Und natürlich bekommt Fiona jetzt auch eine Narbe. Ich bin mir jetzt unsicher, wo ich die Narbe hinmachen soll. Ob Körper oder Gesicht. Schade, dass man das hier nicht auswürfeln kann. Also sie wurde von Greg angegriffen. Und ich denke, er ist schon ein sehr starker Wolf. Also kommt eine größere Narbe auf Fiona. Und ich tendiere zwischen Rücken und Brustbereich. Und die Narbe sieht man aufgrund von dem Skin leider nicht. Das ist ja richtig schade. Bei Fiona ohne Skin wird dann etwas seltsam aussehen. Mal schauen, ob man im Gesicht die Narbe sieht. Also im Gesicht sieht man die Narben leider auch nicht. Mal schauen, Fiona ohne Skin würde so aussehen. Ich denke, damit könnte ich noch leben. Denn ich finde die Narben gerade ja, spannend in diesem Pack. Ich habe Fiona jetzt umgestylt. Natürlich hat sie ihr Piercing behalten. Die Ohrringe haben sich geändert. Es ist eine Halbmondform. Und überwiegend habe ich die Klamotten vom Wolfpack benutzt. Ich denke, das ist selbstverständlich. Ich habe versucht, darauf zu achten,
nicht zerrissene Kleidung zu nehmen, außer jetzt hier die Schlafkleidung und Sportkleidung. Das ist etwas süßer, wie ich finde. Ich finde diese Leggings ziemlich cool. Ja. Im Wolfpack haben wir leider kein Schwimmoutfit, deswegen habe ich mich für dieses entschieden. Etwas mal locker luftig und ich liebe diese Schuhe. Und ja, es ist auf jeden Fall was anderes. Ich muss mich auch noch dran gewöhnen. Und die Wolfsform ist natürlich auch sehr speziell. Ich habe ja schon gesagt, dass ich eher einen rötlichen Wolf machen möchte. Es fiel mir sehr schwer, einen schönen Rotton zu treffen, aber ich denke, damit kann ich leben. Und natürlich habe ich noch ein paar weiße Kleckse dazu gemacht, damit es nicht zu knallig rot ist. Ich finde es witzig, dass Fiona sich immer hier außen hinsetzt, denn sie saß letztens auch hier außen. Und du bist benommen. Du fühlst dich immer noch niedergeprügelt. Ja, das kann ich absolut verstehen. Und ich finde das ziemlich traurig, dass Greg uns verabscheut. Er ist natürlich gemein. Aber ich hoffe, dass wir eine sehr gute Beziehung zu ihm aufbauen können. Ja, und hier siehst du Enyo, der leider verstorben ist. Vielleicht sollten wir uns mit Lily etwas anfreunden. Sie joggt hier gerade umher. Ja, und diese Generation möchte ich auf jeden Fall so aufbauen, als wäre es eine Challenge. Vielleicht können wir noch mit Christopher etwas sprechen. Denn ich glaube, wir haben hier noch ein paar Aufgaben. Oh, wir sind gerade aufgestiegen. Ja, das ging ja jetzt wirklich schnell. Bitten sich der Moonrot-Kommune anschließen zu dürfen. Oh, Bayer, und hier wird wieder gekämpft. Aber wir fragen einfach mal. Vielleicht dürfen wir auch in die Kommune... Ja, so wie es aussieht, dürfen wir dabei sein. Ich bin dabei. Ja, die Prüfung war doch einfacher als gedacht. Hätte ich jetzt nicht wirklich gedacht. Und lass es dir schmecken, Fiona. Wir haben hier noch einen Fähigkeitspunkt. Mal schauen, ob ich diesen verwenden kann. Ja, es kostet alles einen Fähigkeitspunkt. Und diesen würde ich auf jeden Fall verwenden. Also hier könnte Fiona schon Fluchträgerin werden, sprich... Die könnte andere Sims in Wölfe verwandeln. Das finde ich schon ziemlich krass. Rudelheulen klingt auch ganz interessant. Natürliche Heilung klingt auch gut. Nachtsicht, ja, da sieht man in den Tunnel etwas besser. Ich weiß nicht, ob Fiona andere Sims in Werwölfe verwandeln soll. Ich glaube, ich sehe sie darin nicht. Ich nehme das mal mit der Nachtsicht. Fiona hat, so wie es aussieht, gerade was es schnüffelt. Mal schauen, ob hier ein paar Schätze vergraben sind. Und ich möchte gleich auf jeden Fall noch die Rechnung bezahlen. Oh, eine mysteriöse Tafel wieder. Ich glaube, diese haben wir jetzt zweimal. Das ist sehr gut. Dann können wir eine auf jeden Fall verschenken. Und es ist Bärennacht. Das ist ja fantastisch. Hier ist Christopher. Und wir werden jetzt ihm ein Geschenk machen. Und wir schenken ihm die Tafel. Mal schauen. Er hat es einfach angenommen, aber nichts passiert. Okay, schade. Zu Hause angekommen, möchten wir natürlich die Rechnung bezahlen. Ich wollte jetzt nochmal in den Baumodus. Du siehst wirklich, ich habe hier das kleinste Grundstück. Und ich wollte mir mal anschauen, ob ich was von dem neuen Pack holen könnte. Eine Pflanzenkiste, damit die Paradiesvogelblume schön wächst. Ich glaube, zuerst werde ich ganz einfach den Briefkasten ersetzen, denn dieser kostet nichts. Und da würde ich den nach Rot nehmen. Rot ist so ihre Farbe, rote Haare, rote Werwolfsform. Dieses Spielzeug finde ich auch ultra süß, also das werde ich auf jeden Fall holen, wenn Fiona Kinder haben sollte. Aber wir bleiben jetzt erstmal bei der Kiste in Rot. Dann kommt die Paradiesvogelblume hier hin. Vielleicht einen gemütlichen Stuhl oder Sessel. Vielleicht diesen Pinkelbusch. Habe ich hier schon einen? Bin mir jetzt nicht sicher, ob Fiona hier einen in der Nähe hat. Aber dann könnte sie ja im Grunde zur Bar fahren oder gehen. Dann nehme ich einfach den weißen, denn es muss ja nicht alles rot sein. Diesen Spiegel finde ich auch ultra schön. Und ich wollte aus diesem Grundstück ein privates Grundstück machen. In der Bar waren wir ja gerade. Ich denke, wir fahren jetzt mal zur Bibliothek. Und dann benutzt mal hier die Dusche. Wild duschen, mach das mal. Da ist Fiona wieder. Sie war in der Zwischenzeit in der Schule und bekommt einen Anruf von Kim. Nein, wir werden natürlich nicht rangehen, denn
Kim ist wahrscheinlich auf der Suche nach ihm, weil sie möchte erstmal keinen Kontakt. Ich bin jetzt gerade dabei, hier die nächste Aufgabe abzuschließen, eine gute Werwolf-Botschafterin sein. Und im Grunde ist das ganz einfach, denn man muss die Werwölfe immer wieder loben. Und schon ist es abgeschlossen. Ich wollte gerade mal schauen, wie hoch ihre Fitness ist auf 5. Ich denke, ich muss die Fitness wirklich auf 10 machen, damit wir den Kampf mit Christopher gewinnen. Damit sie eine Alpha-Wölfin werden kann. Denn das ist jetzt der letzte Punkt. Ich weiß nicht, kommt danach noch was? Nee, das ist wirklich dann abgeschlossen. Finde ich interessant. Vielleicht könnten wir dann die anderen Abzweigungen auch machen. Zum Beispiel die Heilsucherin. Vielleicht hat Fiona keine Lust mehr, eine Werwölfin zu sein. Könnte ich mir auch vorstellen. Aber dazu muss ich erstmal die meisterliche Transformation erreichen. Das heißt, das müsste ja dann der höchste Rang sein. Ich werde mit Fiona noch mal kurz durch den Tunnel gehen. Vielleicht finden wir da noch mal ein paar Schätze. Jetzt fängt es noch an zu regnen und Fiona hasst es doch, nass zu werden. Wir folgen mal der magischen Melodie. Wir fahren fort. Wir fahren wieder fort. Und wir gehen an die frische Luft. Wir fahren fort. Und schon haben wir eine Verbindung gefunden. Das ist ja richtig cool. Also das ging doch jetzt schneller als gedacht. Und wir haben ein Pflanzenpaket gefunden. Das ist ja richtig cool. Vielleicht hätte ich noch eine Pflanzenkiste kaufen sollen. Also es hat nochmal für eine Pflanzenkiste gereicht. Das ist ja richtig klasse. Ne? Dann öffne mal das Samenpaket. Ja, ich weiß, du musst auf Klo. Wow, wie viele Sachen waren denn hier drin? Das ist doch eigentlich nicht üblich, dass so viele Sachen da rauskommen. Also ich habe mich jetzt für 4 unterschiedliche Sachen entschieden. Hier pflanzt sie. Ja, was pflanzt sie denn da ein? Keine Ahnung. Petersilie, dann Salbei, Spinat und hier war Basilikum. Ja, und das Wetter macht uns natürlich jetzt einen Strich durch die Rechnung. Du hast erfahren, dass Fiona ihren Bruder verloren hat. Ich hoffe, die Folge hat dir dennoch gefallen und ich sag bis zum nächsten Mal. Tschüss!